Am 6. April eröffnete Wismars Bürgermeister Thomas Bayer gemeinsam mit Welterbemanager Norbert Huschner die neue Ausstellung UNESCO-Welterbe und Poesie im Wismarer Welterbehaus. Die Ausstellung zeigt Bildmotive der 51 deutschen UNESCO-Welterbestätten in Kombination mit Gedankensprüchen. Konzipiert wurde die Wanderausstellung vom Verein UNESCO-Welterbestätten Deutschland und den Künstlern Oliver Schwarzmann und Nick Blei. Die Fototafeln verdeutlichen die große Vielfalt des Kultur- und Naturerbes in Deutschland. Es sind die herausragenden Zeugnisse der Geschichte, die mit dem Titel UNESCO-Welterbe ausgezeichnet werden. Unter diesen historisch bedeutenden Städten befindet sich die Hansestadt Wismar, ein Meilenstein in der Stadtgeschichte. Da der Anruf dann kam aus Budapest, diejenige, die da angerufen hat, war gar nicht so gut zu verstehen, aber Frau Dr. Wilken war, das habe ich dann schon von Weitem gesehen, außer sich, natürlich außer sich vor Freude, weil da die Information dann kam, dass wir tatsächlich Welterbe geworden sind. Die Sitzung des Welterbekomitees war in Budapest und das ist ein Tag, den ich auch nicht wieder vergessen werde. Das Netzwerk der deutschen UNESCO-Welterbestätten engagiert sich gemeinsam für eine qualifizierte und nachhaltige Entwicklung der Stätten. Ziel ist es, das allgemeine Bewusstsein für das Welterbe zu erhöhen, für seinen Schutz und Erhalt einzutreten und gemeinsame Themen im Dialog zwischen Touristikern, Denkmalpflegern und Naturschützern zu fördern. Caroline Kohlhoff ist die Leiterin des Fachbereiches Welterbe der deutschen UNESCO-Kommission. An der Ausstellung schätzt sie die Auswahl der Bilder. Ich finde, dass das sehr gute und repräsentative Bilder sind der Welterbelandschaft in Deutschland. 51 Welterbestätten haben wir und man kann sehr gut erkennen, wie unterschiedlich diese Welterbestätten sind. Welterbestätten werden ja nur deswegen Welterbe, weil sie gekennzeichnet sind durch einen außergewöhnlichen universellen Wert. Das ist tatsächlich was, was die Welterbekommission gutachtet und bewertet. Die Präsentation ist noch bis zum 27. Juli in Wismar zu sehen. Danach wird sie ab dem 17. August in Stralsund gezeigt.